jetzt aber auch langsam mal Zeit. Wir haben gerade für Sie eingedeckt. Sie können Platz nehmen. Also Friedrich, wirklich. Eine Minute länger und ich wäre selber auf der Tageskarte gelandet. Das ist ein Teufel. An dir ist doch nichts dran. Ach, ist das schön hier. Ich freue mich so. Dafür sind wir ja schließlich hier. Wir können, Astrid, wir können. Ich habe da ein bisschen was auf die hohle Tanne gelegt. Ach, du verwöhnst mich, Spatz. Naja, schließlich feiert man nur einmal 40-jährig. Ist das schon für uns? Nein, nichts passiert, nichts serviert. Guck mal, wer da ist. Was? Dass die sich das auch leisten können, diese Pleitegeier. Die haben mir gerade noch gefehlt. Sollen wir lieber gehen? Ach was, Spatz. Wir wollen uns doch durch die da nicht den Abend verderben lassen. Hast recht. Sollen die dann doch die Fliege machen. Jetzt machen wir beide uns mal so einen richtig schönen, romantischen Geierabend. Wie damals. Ja, wie damals. Vor 40 Jahren, bei unserem ersten gemeinsamen Leichenschmaus, weißt du noch? Oh, als ob es gestern erst gewesen wäre. Ja. Und das Ambiente hier ist auch fast wie damals. Ja. Ein Steinberg. Eine enge Kurve. Eine tiefe Schlucht. Eine defekte Leitplanke. Eine blendende Abendsonne. Eine schillernde Ölspur. Herrlich! Fehlt nur noch, dass hier ganz in der Nähe ein Musikfestival stattfindet. Wie damals. Ja, wie damals. Gelagerter Chateau Grand Cru, womit der gefüllt war. Eher aus dem Tetrapack. So ist das mit den Jazzmusikern. Die reisen mit einem 5.000-Euro-Saxophon in einem 500-Euro-Auto 50 Kilometer für einen 5-Euro-Job. Erwachsener Motorradfahrer. Oh ja, rosiger Hells Angel im Speckmantel. Und vorher, als ordentliche Kadaver, gebrochenes Unterärmchen am Stiel. Und zum Dessert, offenes Schädelhirntrauma im Helm hingerichtet. Köstlich! Stell es dir nicht mehr so einfach vor wie damals. Es ist gar nicht so leicht, heutzutage ein gutes Restaurant zu finden. Wen sagst du das? Bei ganz schnellen Küche heutzutage. Wie ging es doch damals gemütlich zu? Ach, und so unbeschwert. Ohne Gurtpflicht. Ohne Kindersitz. Käfer, Ente, Panda, Hausmannskost in einfachen Blechdosen. Mit integriertem Dosenöffner. Studentenfutter überm Baum, gut abgehangen. Geräucherter Hippie.
man meistens nicht mal mehr aus der Pelle schälen. Aber die vielen Haare, das mochte ich nicht sehen. Ja, dafür waren sie im Sommer in ihren Blechkisten schon servierfertig vorgegangen. Ja, also Friedhof, so etwas gibt es heutzutage wirklich nicht mehr. Nein, heutzutage haben sie Klima. Anlage. Oh, Tiefkühlkost! War das jetzt endlich für uns? Ich fürchte nein, Träubchen. Das war der neue A17 mit 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, stahlfedergelagertem, dreifach verzinkter Aluminiumkarosserie, 8 Airbags und Seitenaufprallschutz und silikonversiegelter Sicherheitspanzerverbundglas! Friedhof! Sage mal, wo hast du eigentlich diese beängstigende Sachkenntnis her? Also das finde ich attraktiv bei einem Männchen. Wen knacken zu wollen, hat überhaupt keinen Sinn. Dagegen lässt sich eine Auster wie ein weiches Brötchen öffnen. Auster im Brötchen? Ich bitte dich! Es ist ein Skandal. Da hat sich der Verkehr in den letzten 40 Jahren verzehnfacht. Aber es passieren immer weniger Unfälle mit Todesfolge. Und warum? Weil sie alle rundum gesichert sind wie die Panzer. Oh, Friedhof, vielleicht kommt ja mal Cabrio vorbei. Vielleicht. Rotierter Genickbruch im Präsentkorb. Das wäre schön. Ja, das wäre es. Wo bleibt denn jetzt das Überraschungsmenü? Die Kellner lassen sich auch nicht mehr blicken hier. Ich hab dir ja gleich gesagt, stell es dir nicht so einfach vor, heutzutage ein gutes Restaurant zu finden. Aber du hast es gewonnen. Für dich, Astrid, habe ich weder Mühen noch Kosten gescheut. Ragout an Gin Fizz Moll Dressing. Oh, Friedhof!